Das sind die Geister sämtlich totgefahrenen Tiere. Ja. Die armen Tiere, die rächen sich. Ich mag solche Geschichten. Ich mag das auch. Oh nein, Foxy Angel, das ist traurig. Wo sich Hunde in den Tod springen? Hä? Ehrlich? Gott Rex, guten Abend. Warum denn Hunde? Was haben denn die Hunde denn für ein Spleen? Ich glaube, hier bei Evrima wachsen die von alleine, glaube ich, ne? Ja. Es gibt hier, also Stellen, da lädt der immer. Und dann leckt's kurz. Und dann geht's ganz gemütlich weiter. Wenn du da geradeaus läufst, dann kommt auch irgendwann Wasser. Hier ist irgendwie die FPS-Zahl nicht im Keller, sondern irgendwie unterirdisch. Warum? Was ist denn hier? So viel Wiese. Weitblick. Ja, ich raff das gerade voll nicht. Wo ist hier? DJ eigentlich? DJ, bist du tot? Oh, DJ, bist du nicht mit mir in der Gruppe? Ändert sich überhaupt nichts, Leute. Du kannst die Grafik runterstellen, wie du möchtest. Sogar noch schlimmer geworden. Ich versuche gerade rauszufinden, warum das so komisch unflüssig läuft. Screen Space Reflections. Lens Flare. Lens Flare finde ich immer ganz gut. Anti-Aliasing. Das Water. Ja, nein, ich reset. Keine Ahnung, das wird das Spiel irgendwie haben. Der AMD, der weiß das auch nicht. Es wird wieder Nacht. Ja, schrecklich, ich krieg jetzt schon wieder einen Horror. Aber der Fight, also nicht der Fight, die Jagd gerade war cool. Oh Gott! Das war's. Ich hab das überlebt? Nee, ich wollte sagen, bin tot. Oh nein. Ich wusste nicht, dass das so tief. Ich wusste nicht, dass das so. Nach dem Busch war's, ging es super tief runter und dann war ich sofort tot. Jetzt haben wir hier Essen. Ja, springt auch runter. Oh, das war jetzt gerade doof. Ich hab das nicht gesehen. Oh, du bist auch hinterher gejumpt. da kam so ein Busch und dann läufst du durch den Busch und bist tot. Weil du 6 Meter tief runterfällst. Oh. Ich mache jetzt auch mal Flieger. Mann, ey. Ich bin so blöd im Wasser gelandet, sodass ich nicht euch die essen kann. Shit. Dabei wollte ich den Kanu ein bisschen spielen. Korpus hat angehalten. Wie war es denn mit dem Schwimmen? Fliegen doch mal? Leertaste gedrückt halten. Ah, ist Nacht, das schön. Wurscht. Wurscht. Ist mir auch wurscht. Gute Nacht. Oh, ist das schön. Bist du denn jetzt gespawnt? Das ist jetzt halt, In der Luft bin ich jetzt. Ich bin jetzt auch auf einer großen Prärie und das ist die Prärie, glaube ich, wo wir gerade gewesen sind. Ja, das ist die. Echt? Ich denke schon. Ich bin gar nicht so weit weg von... Warte. Finde ich euch ja, finde ich dich ja in der Luft. Nee, es war... Nee. Siehst du da in der Ferne einen Berg mit einem Schniedel oben drauf? Nee. Oh. Irgendwelche Tiere gurgeln hier. Hast du das gehört? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich bin da, wo ich gerade eben mit dem Kanu gewesen bin, wo die zwei, drei kleinen Wasserfälle waren. Okay.
Nee, dann weiß ich doch nicht, wo du bist. Bei der Schlucht. Albert, du scheinst mir das Spiel sehr gut zu kennen. Komm doch rein und spiel mit. Boah, aber mir teilt sich der Fluss jetzt. Ich komme gleich wieder geflogen. Ich muss gerade mal. Ich habe gerade mal einen Landeanflug gemacht wegen einem kleinen Päuschen. Wow. Tot? Wow, ich bin gerade gestorben. Warum? Ich wollte landen und habe aus Versehen die Taste losgelassen und dann hat er einfach einen Bauchklatscher gemacht. Mann, ich war Ah. fast ausgewachsen. Schon fast ausgewachsen? Ja. So Wo schnell bist du jetzt geht's? gespawnt? South, Süden, im Westen? Irgendwo. Zu Haus irgendwas. Hallo Soppo. Anton, ich habe dich übrigens beim Horror-Stream letztes Mal nicht bemerkt. Ich bemerke sowieso keinen beim Horror-Stream. Da bin ich immer so im Horror-Szenario drin. Ja, Bokan, gute Faust, du Nacht. hast das. Okay, dann muss ich da, dann bring ich mich mal eben um. Joint im Discord, Leute. Nicht, dass es da irgendwas Besonderes für mich gibt oder für euch gibt. Da kriegt ihr wenigstens die ganzen Infos, wenn wir. Oh, wer ist denn das hier neben mir? Krobus. Wenn wir irgendwas zusammen spielen, Leute. Ich habe nämlich schon heute Mittag gesagt, dass wir Evrima spielen. Hättet ihr das gelesen, hättet ihr das schon vorher installieren können. Weil jetzt genau währenddessen des Streams zu installieren, ist immer doof. Dann kommt ihr gerade rein, wenn der Stream meistens zu Ende ist. Strike, womit bist du denn unterwegs? Bin ausgewachsen. Aber verhungere gerade. So, Korpus los. Haus, warte, Dex, ich spawne auch jetzt. Nein. Doch. Doch. Au, das war ein Baum. Wo bist du gespawnt? Ich bin mitten im Wald, also könnt fliegt ruhig doch Wir rum. fliegen mal hoch. Wir werden uns schon in der Luft sehen. Fliegen ist einfach toll. Das mochte ich so gerne. Battlefield 1942 musste ich unbedingt fliegen. War meine Welt. Habe ich nie geschafft. Konnte Das das Fliegen nicht. fand ich also so schön bei Battlefield 1942, bei dem ersten Battlefield, war Fliegen noch schwer. Dann kam Battlefield 2 und da war Fliegen schon einfacher mit den ganzen hochmodernen Flugzeugen. Und jetzt brauchen wir gar nicht, jetzt brauchst du gar kein Können mehr. Du machst es einfach. Glaube, Battlefield 1 habe ich gespielt und da ich konnte das nicht. Also Battlefield 1 ist ja wieder das mit einer der neueren Titeln. Du hast Battlefield 1? Das ist schön. Warum spielen wir es nicht mal zusammen? Weil du dann keinen Spaß haben wirst, weil ich das nicht kann. Ich bin so jemand, ich hocke in der Ecke mit dem Mörser und ärgere Leute. Ja, gut. Und ich bin in der Ecke und Sniper und beschwere mich immer, weil das damals war der Sniper ein Sniper. Ende. Jetzt. Mensch, die Sniper killen mich immer. Okay, sagt der Entwickler, dann machen wir den. Nach ein paar Sekunden glitzert das Visier. Dann wissen alle, wo der auf der ganzen Karte sehen, dich auf dieser Karte, auf der Karte, wenn die in deine Richtung gucken, sehen die, dass dort ein Sniper liegt mit seinem glitzernden Visier. Ah. Also, der Sinn eines Snipers ist total für den Arsch dann da. Dex, ich bin auch bei den Wasserfällen jetzt gerade, wo das Ja. Koko war und da in dem Wasser Dingens, da sind auch Kokos drin. Und ein Kanu steht hier rum. Okay. Einer von uns? Ich kann es dir nicht sagen. Celeste, gute Nacht. Strike ist irgendwie am Fluss. Ich glaube, das ist bestimmt der Petri. Wir fliegen immer ganz zurück, Leute. Wer Also war's ich bin jetzt eigentlich? auch am Fluss. Okay. Ah, da, wo wir in der ersten Runde gestorben sind, von dem kleinen Mini Kroko. Oh wei.
Der hat übrigens jetzt mittlerweile eine Familie gegründet. Jetzt sind es drei Krokus. Oh. Ich weiß nicht, ob das hier unten war. Also ich bin an so einem Fluss, aber ich glaube, das war so. Es ist aber dunkel jetzt. Jetzt sieht man sowieso null. Ja, also morgen kein Hand, sondern Battlefield. Nee, Hand. Ich musste den mal ärgern. So ein riesengroßes Kroko, was hier schwimmt. Oder erst schreibt, Deck falsche Richtung. Was so gefährlich, der Riese. Der macht dich sowas von platt. Wenn die jetzt kommen, bin ich sowas von flundertot. Ah, der Kano hier hat dir gerade einen. Ein Kroko gekillt? Ja, irgendwas hat er gekillt. Roleplay, ich weiß nicht. Könnte ich mir. Wäre kein Problem für mich. Das denke ich mal nicht, dass das ein Problem wäre. Aber ich weiß nicht. Für mich, ich glaube, für mich ist das zu langweilig. Also Pilos, ich habe jahrelang Roleplay-Erfahrung, aber nicht Spiele, Computerspiele, sondern im Real Life mit Pen and Paper. Oh ja, Das ist geil. bestes. Super, das ist unbezahlbar. Was für coole Momente. Im Flug gestorben, DJ. Dodo, wir müssen in deine Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so wenig Ausdauer. Und mir sind ganz viele Krokos. Hat so wenig Ausdauer, der Kleine hier. Und wieder gelandet. Klar weiß ich, wie es geht. Ich habe ja gesagt, also das wäre kein Problem für mich, aber ich fände das nicht so. Weiß nicht. Also, Roleplay ist natürlich immer schön, aber Roleplay ist dann eher dann so eine Sache, wo du dann auch mal, keine Ahnung, 20 Minuten an so einem Feuer sitzt und dann Leuten zuhörst, was sie so erzählen haben. Ich weiß nicht, ob ich dann dafür das richtige Zuschauer, die richtigen Zuschauer habe dafür. Ja, vor allem musst du den Leuten, also du bietest denen ja nichts Visuelles, so. Die müssen sich da. Das ist eigentlich mehr so zum Hören, so für Schnulzen. nebenbei Ist so halt. was wie so eine kleine Schnulze, wo du so zuhören kannst. Hier, gute Ja. Zeiten, schlechte Zeiten. Und du darfst dich aber auch nicht, das, also manche finden das halt auch seltsam, wenn man dann so in seiner Rolle da redet oder auch nicht, oder. Also wir haben ja damals Schwarze Auge, also das Schwarze Auge Pen and Paper gespielt. Und als wir dann irgendwann alle keine Zeit mehr hatten, für uns irgendwie mal zusammenzutreffen. Das dauert ja auch echt super lang, so eine ganze Aktion. Habe ich das mal online versucht. Online ist das so unpersönlich, überhaupt nicht schön. Habe mal, also Arbeitskollegen haben mal so über so ein Programm richtig online gemacht, wo du dir so eine Ra deine dein, dein Charakter mit einer Klasse irgendwie schon aussuchen kannst und so ein Kram. Und das war ich auch irgendwie, das war irgendwie auch nicht richtig. Also online damals, ich rede jetzt von damals online, Ah. damals. Damals war alles noch so ein bisschen sperriger, aber das war dann so, du musstest einen Befehl eingeben und dann steht dann da, keine Ahnung, sagen wir mal so, Dexo 23 betritt die Taverne. Und dann Okay. kannst du dann schreiben, keine Ahnung, Sternchen, Dexo 23 guckt sich um. Sternchen, dann ist das... Oh, ach so, also mit Chat quasi. Ja, mit Chat ist das. Also du hast das Ach dann und dann schreiben die so. anderen Sternchen, zwei, drei oder sowas, Leute gucken sich um. Der andere steht auf oder so, es geht auf dich zu oder so, irgend sowas. Ah, das habe ich aber schon öfters gesehen, auch in irgendwelchen Chats.
Dass da Leute dann Roleplay im Chat schreiben. Zum Beispiel das Spiel Wolf Quest, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich einige da draußen. Auch so ein uraltes Spiel, wo man so einen Wolf spielt. Und da haben das viele. Da haben die dann auch im Chat geschrieben, was sie denn machen und so. Das habe ich halt damals nie verstanden, als ich da als Kiddie da und Internetwelt kam. Ich finde das, fand ich interessant, aber wenn du vom richtigen Roleplay kommst und dann musst du so Chatbefehle schreiben, Ja. ich fand das nach einer Zeit sehr ermüdend irgendwie. Weil das selber sprechen fand ich immer super. Und da ja beim richtigen Roleplay Pen and Paper hast du ja einen Meister. Der Meister ist ja derjenige, der die Geschichte ja erzählt. Ja, und die NPCs spielt Und alle quasi. Gegner spielt und alles, Ja. was drumherum passiert, aber auch. Und das ist dann auch, das Schöne ist einfach, wie die Laune des Meisters in diesem Moment ist. Hat der einfach einen guten Tag, dann läuft das alles gut. Hat der mal einen schlechten Tag, dann lässt er Ja. dir der lässt dich das alles ausbaden. Und Ja. dann, keine Stimmt. Ahnung, dann sagst du kommst in die Taverne rein und setzt dich an den Tisch. Und wenn der schlechte Laune hat, dann sagt der Meister, ja, jetzt steht dann plötzlich vor dir ein muskelbepackter Ork oder sowas und du sitzt genau auf seinem Platz. Was machst du? Und dann denkst du so, Scheiße, was machst du denn jetzt? Ich steh auf, aber dann bist du schon lange zu spät. Dann kriegst du es jetzt mal auf die Fresse. So. Ja. So ist es. Oh, du hast so richtig dumme Idee und willst das voll durchsetzen und sagt halt, ja, dann würfel mal um 5er Schwert oder so. Ja, genau, sowas. Ah, und wenn du es dann auch schaffst, dann war das eine richtig geile Situation. Ja, Dann wenn, ist und wenn. geil. Wenn der Meister dann, wenn du dann sagst, der Meister, du hast es im Fünfer Schwert, würfelst dann und du schaffst es trotzdem, dann sagt der Ja. Meister, gut, hättest du vorher gefragt, wie viele Leute denn überhaupt in dem Raum stehen, hättest du gesehen, dass drei weitere Orks hinter ihm stehen oder sowas. Aber. Jetzt versuch mal mit, keine Ahnung, mit den maximal Würfanzahlen erschwert. Also du hättest so gesehen den maximalen besten Wurf machen müssen. Kriegst es aber meistens dann immer nicht. Das ist aber ganz cool. Das sind so ganz coole. Ja. Coole Momente, wo dann der Meister dann aber auch will, dass die anderen reagieren. Dass die anderen sich dann dazu irgendwie versuchen, dich dann da aus dieser Da Misere raus. So, rauszuretten. ja, genau, sowas. Das ist cool. Das habe ich immer ganz gerne gemocht. Ja, ich habe nicht so viel Pen and Paper Erfahrung, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war wirklich gut. Aber wo wir auch da wirklich den ganzen Tag, also teilweise 11, 12 Stunden dann da gehockt haben und gespielt haben. Richtig, wir haben ein ganzes Wochenende mal durchgespielt, von Ja. Freitag bis Sonntag. Und übrigens, der Dirk Fox im Chat oder Grey Fox Staffel 1, 2 und 3, glaube ich, der ist immer entweder mein Mitspieler gewesen oder auch ein Meister. Echt gut. Hier die Anton, der Anton, die Anton, die im Chat ist, die spielt auch ab und zu mit Grey Fox. Das schwarze Auge. Da gibt es auch du kannst sogar, wenn du keinen Spieler hast, der mit dir spielen möchte, gibt es sogar nicht nur von allen anderen auch, aber vom Schwarzen Auge gibt es dann ein Solo-Abenteuer. Das spielst du alleine. Das ist eine Geschichte, die machst du dann auf und dann steht dann eine Geschichte, die liest du dann wie ein Buch. Und dann kannst du Entscheidungen alleine treffen. Also stehen dann Entscheidungen, die kannst du dann treffen. Was machst du? Du kannst jetzt nicht sagen, wie du möchtest gerade, ich keine Ahnung, ich laufe jetzt irgendwann da links, rechts, geradeaus. Dann gibt es dann dort Entscheidungen. Dann steht dann da, lauf rechts, dann gehe bitte auf Seite 26. Lauf links, geh auf Seite 25 oder sowas. Und dann geht die Geschichte dort weiter. So, ist cool gemacht. Hier laufen gerade bei mir so zwei Pflanzenfresser rum. Ja? Seht ihr die auch? Nee, schreit Hier mal. fliegt jemand, hier fliegt jemand Ich von flieg uns. hier. Ich sehe dich aber nicht. Fliegt hier unten gerade bei den. Bist du Flugi? Ja. Ich fliege jetzt, ich lande mal beim Fluss hier bei der Palme beim Fluss. Ich sehe nix. Palme, Machst du Fluss? denn mal den Fluss? Nee. Da, bei mir ist hier einer. Ich fliege jetzt gerade wieder zu Kropos und Dodo. Und das ist auch ein Kano auf dem Boden. Hier gibt es so Fratzen. Bei mir ist Please Buff. Oh, ich hab was zu essen. Ja, viele können sich dieses Roleplay gar nicht vorstellen. Wenn sie es aber, glaube ich, einmal mal versucht haben,
Anfangs ist immer, oh Gott, ich bin nervös, was soll ich nun tun? Herzrasen, wenn mich jetzt bloß jemand anspricht, dann kriege ich Ärger und sowas. Oh nein, und so, wenn ich was falsch mache. Aber sobald einmal diese Hürde weg ist, ist das einfach mal cool. Ich bin in der Gruppe mit Please Buff und heiße Salami, aber ich glaube nicht, dass das jemand aus dem Chat ist, oder? Ich weiß nicht. Frag mal, seid ihr auch im Chat? Welcher Chat? Ich bin da auf dem Berg. Du siehst mich. Was, wo? Hier ist doch irgendjemand am Brüllen. Da, da fliegt was, DJ, bist du das? Ich fliege. Nee. Dreht er sich jetzt im Kreis jetzt? Ja. Das bin ist ich. Please Buff. Nee. Ja, okay. Bist du am Fluss, Dex? Nee, ich hab keinen Fluss hier, weit und breit. Also unten, ganz weit hinten. Ich glaub, da DJ, das bist du dann hier. Oh. Ja, DJ ist jetzt in meiner Gruppe. Oh, weil wir jetzt Harak World. Ist das richtig? Dankeschön. Wenn's falsch ist, einfach Sie Arsch sagen. Sie Arsch. Sie Arsch. Falsch. Falsch vorgelesen. Hallo, DJ. Hast du gefunden? Hm? Wir sind da beim Wasser, da bei diesen Felsen, da bei dem Hintergrund. Irgendwas wenn du jetzt in deinen Stream guckst. Wo? Ich bin jetzt am Fluss. Und hier ist ein Weg, der führt auch zum Fluss. So ein Schotterweg oder so ein Sandweg. Okay, guck mal. Ja, den sehe ich auch. Schön. Da jetzt beim Fluss, oder? Ich bin jetzt am Fluss hier unten. Aber ich sehe keinen von euch. Aber ich will auch nicht so nah am Fluss. Das ist too much gefährlich. Aber ich müsste was Wasser saufen. Also gehe ich mal runter. Hoffentlich ist da jetzt kein Krokodilski. Oh, hier fliegt doch jemand. Bist du das? Da bist du. Landest du gerade? Oh, ich bin gegen den Baum gefallen. Ja, das ist unsere Gruppe. Ah, das Please Buff ist das. Ja. Aber ich bin nicht mit in der Gruppe. Ich weiß, aber ich bin jetzt schon mit den anderen in der Gruppe. Kommen die alle zu uns? Ja. Die anderen sind jetzt bei uns sechs. Dodo ist noch bei mir. Das ist immer das finde ich ja das Doofe in diesem System, dass man sich gegenseitig immer aus der Gruppe rausgurgelt. Aber mit Petris können wir doch mit mehrere Gruppen gehen. Kann man? Ja, wir sind jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Die mit mir. Gruppe ist voll. Oh! Kann ich denn die Gruppe verlassen? Ich bin alleine. Keiner will mich. Doch, ich will dich. Lass mal ein. Nee, ich bin direkt neben dir links. Ich weiß nicht, ich versuche ja einzuladen. Ja. Hat geklappt? Ja, kümmere dir. So, alle mal, die zu uns gehören, komm mal sonst hier zu mir an die Seite und dann lade ich die euch ein. Zu, ja, man kann alle Dinos spielen, die im Menü sind. Im Moment sind es nur 8 Dinos. Ach, die sind ja alle gleich hier. Okay, jetzt habe ich das gegessen. Boah, wie weit bin ich denn mit Wachstum schon? Ich bin ja schon ein Jugendlicher. Ein Jugendspund. Ein Jubilee. Wir spielen übrigens, das ist immer schwer zu erklären für die Leute, die das nicht verstehen, die das Spiel nicht kennen. Ihr kauft ein Spiel, das heißt The Isle, das ist das. Aber wenn ihr das kauft, ist automatisch die Standardversion installiert. Das bedeutet, das ist die Version Legacy. Die ist gut. Die haben wir über 200 Folgen, YouTube-Folgen gespielt. Das, was wir aber jetzt spielen, ist die Version Evrima. Ihr sagt alle, wir haben das zwei. Ihr könnt zwischen zwei Versionen wechseln. Da wird die eine gelöscht und die andere installiert. Und die Version, die wir jetzt spielen, ist die Version, die wirklich noch weiterentwickelt wird. Die andere Version ist fertig und die wird nicht mehr weiterentwickelt. Ist aber komplett spielbar und hat viel mehr Dinos. Sieht aber nicht mehr so schön aus. Ist eben etwas älter. Hört man das eigentlich, wenn ich hier so am Knuspern bin? Nee. Oh, Dex, wo bist du jetzt hin? Ich bin über euch. Genau über euch. Flieg einfach im Kreis. Ich bräuchte so langsam mal was zu essen. Ja.
Wir hatten da hinten einen riesengroßen Batzen Fleisch. Wir könnten ja mal Fische jagen gehen. Wenn hier Fischi ist. Naja, einfach mal den Fluss entlang fliegen, mal gucken. Aber jetzt bei Nacht ist es echt schwer. Wir können mal schnüffeln, vielleicht finden wir irgendwie einen Fleischbrocken irgendwo. Also Hier sind Fußspuren? auf der anderen Seite von dem Fluss lang, hier ist ein Flieger. Ja, das ist also einer bestimmt von uns. Also ich bleib mal ganz kurz in der Lüfte hier und schnüffel mal ab und zu. Vielleicht kriegen wir ja. Oh, leck. Nee, nur Wasser. Wasser. Hier ist aber auch kein Fisch. Ja, jetzt bei Nacht ist es auch schwer zu sehen, ne? Hallo, yes, guten Abend. Gribbet, guten Abend. Bin ich? Okay, Ducky war das gerade eben, der Flieger, der auf dem Boden war. Also, wir spielen öffentlich, Leute. Auf dem öffentlichen Server, auf dem Haven-Server. Evrima. Version Evrima, Haven-Server. So viele Server gibt es ja auch nicht, die irgendwie voll sind. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich gehe mal ganz kurz jetzt runter wieder. Hier unten sind Fußspuren bei dir, Pau-Pau. Genau da, wo du gerade bist, sind Fußspuren gewesen. Eben habe ich auch so zwei so langschwänzige Pflanzenfresser hier gesehen. Naja, Krokos, aufpassen. hier, einer schreibt Krokos sind Naja, hier. also aufpassen. Direkt im Wasser hier. Wir sind jetzt hier, keine Ahnung, wie viele Leute sind wir auf dem Server? Abgetaucht. Kann man das irgendwo sehen? Hier auf dem, ich glaube, hier kann man das nicht sehen. Ich denke, oh, weiß nicht, 40? 50? Vielleicht maximal 60? Das ist ein Server mit 150 Server-Slots. Nicht offiziell, habe ich offiziell gesagt? Ich meine öffentlich, wollte ich sagen. Öffentlich. Also für alle. Könnt alle drauf. Alles free. Oh, wie landet man? Mit der rechten Maustaste. Mit der rechten Maustaste machst du eine vernünftige Landung. Ducky, ich bin schon in der Gruppe. Ich werde hier abgeworben. Z gedrückt halten. Ich habe immer rechte Maustaste. Ich habe bei mir auch eine andere Taste. Haben wir, glaube ich, geändert damals. Haben wir geändert? Okay, dann ist Z. Bei mir ist jetzt Z sowieso anders. Ich habe eine andere Tastatur. Ich habe die englische. Also italienische und englische sind ja ähnlich. Kann man jemand die Ducky noch einladen? Geht das noch? Haben wir noch Platz für Ducky? Probier. Geht, glaube ich, leider nicht. Der eine sagt mit E, der andere sagt mit Z. Ich sag mit der rechten Maustaste. Hau einfach auf die Tastatur. Also bei mir ist es Maustaste 3. Okay, ich bin auf, mit der Also rechten Maustaste habe ich das an der gemacht. Seite habe ich das. Ich teste das mal ganz kurz. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Also bei mir ist es. Ah ne, es ist auch die Maustaste 3. Stimmt. Stimmt, das ist gar nicht die rechte Maustaste. Gelogen habe ich. Maustaste. Das war auch Maustaste 3. Nochmal testen. Ja, okay. Also, Maustaste habe ich das gelegt. Aber es ist nicht normal. Ist ja auch nicht normal. Wollen wir nach Hier Osten? schleicht sich gerade was an, Leute. Okay. Carlos schleicht sich an. Wo? Uiuiui, der hat mich fast erwischt. Kann aber Also, auch der hat mich einer. einmal erwischt, aber. Kann auch einer von uns sein, ne? Von unseren Alten. Der hat mich gebissen. Oh, ich sehe den gar nicht. Den da aus so einer kleinen Fliesenpfütze. Muss mal eben hier landen und meine Blutung stillen. Oh Gott. Das war knapp, ey. Ich wollte zubeißen, bin auf den Boden geknallt. Vor dem. Der hat auch nur doof geguckt. Der denkt so, oh, guck mal. Ich komme mal zu dir, Pau. Ja, ich blute aber, ne? Eigentlich müsste ich mal zum Fluss. Ich flieg mal schnell zum Fluss. So knapp, ey.
sein, dass ich sterben werde. Gribbit, welches Spiel meinst du? Ich glaube, du heißt, glaube ich, im Discord. Wenn du im Discord was geschrieben hast, heißt du, glaube ich, nicht so. Sag mir einfach kurz, welches. Es gibt ja so viele, die ich mal angeboten bekomme, die ich mal spielen soll.